Sie sind ja ehemaliger Betroffener, was Sportwetten angeht, haben Ja. da lange auch unter Spielsucht gelitten, wie ich gelesen habe, und haben da durch Sportwetten nicht nur 100.000 Euro verloren, sondern auch ihren Job und Familie, und haben aber Genau. durch eine mit Sportwetten oder Sportwettensucht verbundene Haftstrafe jetzt eine andere Sichtweise bekommen und haben den Sportwetten mittlerweile den Kampf erklärt. Vielleicht können Sie Ihre Geschichte noch mal ein bisschen erzählen. Also den Kampf erklärt, klingt vielleicht ein bisschen drastisch. Also ich nutze die vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, einfach dazu, um den Menschen, insbesondere auch vielen jüngeren Menschen, die Augen zu öffnen, was das Thema Sportwetten angeht, dass es eben nicht so harmlos und ja, spielerisch ist, so wie es immer dargestellt wird, sondern dass da wirklich ganz, ganz viele Risiken dabei sind. Und deswegen versuche ich einfach mit Hilfe meiner Geschichte aller Menschen einen Werdegang, so wie den meinen, zu ersparen. Also das ist so der Hintergrund und mir macht es auch sehr viel Spaß und es erfüllt mich sehr. Ja, an das Thema Sportwetten gekommen bin ich über eine Sportwettenwerbung im Jahr 2005 in der Halbzeit des Champions League-Spiels FC Bayern München gegen SK Rapid Wien. Und dann habe ich dort 10 Euro eingezahlt, habe eben diese Wette gesetzt und habe für diese 10 Euro unglaubliche 11 Euro zurückbekommen. Also ich habe genau einen Euro gewonnen und zu dieser Zeit war ich als Bankkaufmann tätig in München, ein Beruf, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen war der eine Euro nicht für mich ein Euro, sondern das waren für mich 10% Rendite. Und zwar in 45 Minuten, weil ich die Wette eben zur Halbzeit gesetzt hatte. Und in dem Moment habe ich beschlossen, Thomas, du legst dein Geld ab sofort in Sportwetten an. Heutzutage ist die Hemmschwelle noch niedriger als damals, weil man einfach über das Handy 24 Stunden am Tag wetten kann, mobil wetten kann, wirklich auf Sportereignisse rund um den Globus. Und die Sucht hat eben sofort bei mir zugeschlagen. Es hat sich einfach im Kopf was verändert. Ich habe eine Faszination gespürt. Und nur mal so, um das zu verdeutlichen, ich habe am nächsten Tag 600 Euro auf dieses Konto eingezahlt, habe nicht mehr nur eine Wette gesetzt, sondern habe in meiner Freizeit, also nach Feierabend, mehr als 40 Wetten gesetzt. Und das ging von jetzt auf gleich. Und deswegen bin ich ja diesen ganzen Weg gegangen von einem normalen Leben als Sparkassenfachwirt hin zu einem Häftling. Es hat insgesamt 13 Jahre gedauert und genau diese Erfahrung, die ich gemacht habe, die teile ich und mir macht das wirklich sehr viel Spaß. Ich habe diese Zeit überlebt, ist auch ganz wichtig zu sagen. Ich habe zwischendrin, als ich mir für das Spielen sämtliche Perspektiven genommen hatte, auch Selbstmordgedanken gehabt. Ich habe danach gegoogelt, wie man sich am besten umbringen kann. Bin froh, dass ich nichts gefunden habe und das Gefängnis, die Haftstrafe, die ich im Jahr 2019 angetreten habe, die hat mir im wahrsten Sinne das Leben gerettet. Die sind da ja sehr kritisch unterwegs, sind auch oder gehören dem Bündnis gegen Sportwettenwerbung an. Genau. Was steckt da dahinter, hinter diesem Bündnis? Na gut, das ist ein Zusammenschluss von Einzelpersonen und Vereinen, Organisationen, die alle für sich selbst das Thema Sportwetten kritisch sehen, sich mit dem Thema Sportwetten auseinandersetzen. Und was uns eint, ist die Forderung oder der Wunsch nach einer regulierten Sportwettenwerbung, die findet meiner Meinung nach heutzutage noch zu gedanken- und gewissenlos statt. Und es findet eine gewisse Normalisierung statt. Und das darf in meinen Augen nicht passieren. Und genau dann kommt es eben dazu, dass Menschen ja ziemlich blauäugig, so wie ich damals, in die Sucht fallen. Und deswegen haben wir uns im Bündnis gegen Sportwettenwerbung zusammengeschlossen. Die Doku der ARD über die Wettindustrie bei Amateurfußballspielen ist jetzt vor kurzem erst erschienen. Dass man auf Amateurfußballspiele wetten kann, ist aber wahrscheinlich schon länger möglich. Können Sie das so ein bisschen einordnen, seit wann es das gibt und wie oft das am Wochenende vorkommt? Also ich kann es nur, also ich war ja von 2019 bis 2022 im Gefängnis gewesen, kann Ihnen aber sagen, dass es das auch vorher schon gab, vor dieser Zeit. Und das gibt es die ganze Zeit.
Und die Vereine wissen davon nichts und die sogenannten Datenscouts tun ja auch ihr Bestes oder sind ja auch angehalten, dort ihre wahren Absichten zu verschleiern. Es geht ja niemand zu dem Verein hin und sagt, Leute, passt mal auf, ich würde heute ganz gern hier Sportwetten tickern, damit ihr weltweit gewettet werden könnt. Da hat ja niemand was davon, sondern es bedarf schon einer gewissen Detektivarbeit, diese Leute herauszusondieren. Das ist in der ARD-Doku sehr gut herausgekommen. Wie läuft diese Arbeit dieser Datenscouts ab? Vielleicht können Sie das noch mal kurz schildern. Genau, also wir sind jetzt, oder was sich herausgestellt hat, wir haben zwei unterschiedliche Systeme gefunden, unterschiedliche Firmen gefunden, die an den Spielfeldrändern stehen, wobei es durchaus noch mehr geben kann. Und die eine Datenübertragung erfolgt mittels Handy und per Eingabe über eine ja, Handy-App oder wie auch immer. Das ist ein spezielles Handy, was die Datenscouts zugeschickt haben, bekommen von einer Firma mit Hauptsitz in London. Also Sie sehen schon, das ist global. Das ist jetzt kein deutsches Phänomen, sondern da geht es wirklich um den globalen Wettmarkt. Und die andere Übertragung, das haben wir jetzt in Hamburg erst festgestellt und gestern auch wieder, funktioniert mittels Headset. Da werden die einzelnen Spielsituationen per Telefon durchgegeben und jemand irgendwo am anderen Ende der Welt tippt die ein. Und diese Firmen, die das machen, sind das Bindeglied mit den Datenscouts, sind das Bindeglied zwischen den deutschen Sportplätzen und dem weltweiten Live-Wettenangebot. Und man kann dieses Spiel oder man kann die Spiele bis in die unteren Ligen sowohl bei nicht lizenzierten deutschen Anbietern wetten, Live-Wetten, was gesetzlich streng verboten ist. Man kann die aber auch bei allen ausländischen größeren Wettanbietern wetten. Und da ist tatsächlich der Knackpunkt, in diesen Ländern ist das erlaubt. Und das ist einfach jetzt eine Herausforderung für die Gesetzgebung, wie man dem Ganzen Herr werden kann. Dass in London oder in egal wo auf der Welt Leute sitzen und wirklich Amateurspiele, sechste Liga oder vielleicht sogar noch tiefer in Deutschland zum Wetten anbieten, das stelle ich mir so skurril vor. Da fragt man sich, warum, was ist der Reiz davon? Warum ausgerechnet diese Spiele? Zum einen muss es ein großes Angebot an Spielen geben, um die Bedürfnisse von Spielsüchtigen zu befriedigen. Das darf man hier gar nicht außer Acht lassen, denn man sagt, ungefähr 80 bis 90% der Umsätze von Wettanbietern werden durch Spielsüchtige getätigt. Das ist mal das eine. Denen muss man natürlich das nötige Futter geben, damit die wiederum das Angebot haben, möglichst viel Geld bei den Anbietern zu lassen. Und der zweite Punkt ist meiner Meinung nach, je tiefer die Liga, desto leichter ist es eben durch wenig Geld Einfluss zu nehmen auf die Spieler oder auf den Schiedsrichter. Und wenn jetzt jemand in Asien oder in Amerika ein Interesse hat an einem Siebtligaspiel in Deutschland, das kann jetzt auf gar keinen Fall in irgendeiner Form einen sportlichen Hintergrund haben, weil es ist letztlich egal, wie der Vogelheimer SV spielt. Aber der Vogelheimer SV war letzte Woche, es ist ein Bezirksligist, spielt in der siebten Liga, war letzte Woche live zu wetten gewesen gegen den KFC Uerdingen. Auch Viertligist darf auch nicht gewettet werden, ja. Und da spielt ein Siebtligist gegen einen Viertligisten im deutschen Landespokal. Und dieses Spiel erscheint bei weltweit ganz, ganz vielen Wettanbietern. Und dann gibt es in der 93. Minute auch noch, ohne dem Vogelheimer SV da irgendwie zu nahe zu treten, da gibt es wirklich für den Außenseiter dort in der 93. Minute den Elfmeter. Und dann steht es 2:2. Uerdingen ist trotzdem noch weitergekommen in der Verlängerung, aber dieses 2:2, wenn man das vor dem Spiel gewettet hätte oder wenn man einfach nur gewettet hätte, dass Uerdingen nicht gewinnt in der regulären Spielzeit, da hätte man dort eine Quote bekommen. Also da kann man schon mehrmals davon in Urlaub fahren. Und das ist eben genau die große Gefahr, dass ja sportliche Leistungen, die es wahrscheinlich in diesem Spiel zweifelsohne war, des Vogelheimer SV, plötzlich einen ganz faden Beigeschmack bekommt. Es werden plötzlich Verdächtigungen angestellt, auch jetzt vielleicht gegenüber dem Schiedsrichter, die völlig unbegründet sind. Aber nur das, oder der einzige Grund dafür, dass das passiert, ist einfach,
dass dort die Möglichkeit angeboten wird, Geld auf dieses Spiel zu setzen, und zwar live. Und schon deshalb müssen wir alle daran interessiert sein, dieses Wettangebot möglichst großflächig zu unterbinden.